Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Credit Academy Channel. Sawyer und Dozer hier jetzt für euch halt so schnell wie es ging mit dem Vanguard Sale. Die Vanguard ist jetzt mit ihren Varianten in den Sale gekommen und tatsächlich halt so, wie wir es halt vorausgesagt haben, durch Informationen halt eben aus der Community. Herzlichen Dank nochmal hier. Commandox, herzlichen Dank. Du warst ja bei CIG to Gast und hast schon mal exklusiv ein paar Infos fallen lassen und die haben wir natürlich verwerten können. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt wissen wir es genau. Genau, und zwar halt so, wie gesagt, die Warn, die Harbinger, die Sentinel. Tatsächlich diese drei Ausführungen, so wie es gesagt war, die Warden Standard-Ausführung, die Harbinger schwerer Bomber, so mit Torpedos am Start, und die Sentinel, die E-War-Variante. Richtig, genau. Alle drei sind jetzt nochmal im Verkauf. Die Warden ist die, die schon mal im Verkauf war. Das ist die Concept-Sale-Variante, jetzt nochmal im Verkauf für 238 Euro aktuell. Allerdings nicht mehr mit LTI, weil sie ja schon mal im Verkauf war. Die hat jetzt 24 Monate, das heißt 2 Jahre Versicherung. Die anderen Varianten, die Harbinger und die Sentinel, sind jetzt im Verkauf, neu, mit LTI. Und die kosten die Harbinger 266,56 Euro und die Sentinel für 252,28 Euro. Ganz genau so ist es. Ausstattungsmäßig unterscheiden sie sich jetzt halt eben vom Grundchassis nicht. Der größte Unterschied halt so in der Standardbewaffnung, in der Bewaffnung zur Warden, ist halt offenbar, dass halt die Harbinger wie die Sentinel keinen Gimbal unter der Nase haben werden, sondern die haben einen Size 4 Hardpoint, der aber halt eben statisch ist, also halt nicht schwenkbar. Dafür kommt die Harbinger allerdings wesentlich härter bewaffnet, hat viel, viel mehr Raketen dabei, und zwar namentlich halt so zweimal Size 2, zweimal Size 3 mal 2 und einmal Size 2 mal 3. Also ordentlicher Raketenlauter ist halt am Start. Und ja, natürlich, halt so die schweren Torpedos sind halt eben damit drin. Genau. Am schwächsten bewaffnet ist die Sentinel. Die hat die Size 2 viermal Laser, die vorne in der Nase sind, fixed. Dann hat sie einen Size 4 Mount, ebenfalls wie die Harbinger, ebenfalls fixed. Dann hat sie zwei Size 3 Pylon Mounts für Raketen. Das ist ähnlich wie die Warden. Und ansonsten auch noch einen Manned Turret. Einen Manned Turret haben alle drei Varianten. Die Warden hat ganz klar Sawbucks oben drin. Das war auch schon angekündigt. Der Turm von der Harbinger wird wahrscheinlich ein Raketenturm sein. Zumindest kann man das den ganzen Konzeptzeichnungen entnehmen. Das sieht auf jeden Fall schwer nach Raketenwerfer aus, was da oben drauf ist. Genau, so ist es. Und die letzte, die Sentinel, die hat einen, Antennen und anscheinend ein Radar-Equipment oben drin. Und in den Stats ist es noch als bewaffnet gelistet. Wir wissen nicht, ob da noch eine Waffe dranhängt oder nicht. Momentan sieht es eher danach aus, als wäre das einfach wirklich Radar-Equipment, was da oben war. E-War-Equipment, Richtantennen, womit man halt eben Störfunk legen kann oder hacken kann oder Aufklärung machen kann. Also dazu ist halt die Sentinel gedacht. Genau. Allesamt haben halt 6 Schildgeneratoren an der Zahl und 2 Powerplants, also 2 Fusionsreaktoren, die halt Size 2 sein können, kommen, glaube ich, Size 1, wie es aussieht. Also da ist halt noch ein bisschen Luft nach oben. Trotz alledem halt so 3 extrem harte Kampfschweine, schwer bewaffnet, kaum kaputt zu kriegen, so wie es jetzt halt eben aussieht, und absolut geeignet für Deep Space Missionen. Jede von denen hat 2 Speicherplätze an Bord, 2 Schlafplätze, wobei es halt allerdings halt momentan nach den Angaben so ist, dass halt die Vanguard-Reihe mit den fortschrittlichsten Escape-Pods ausgerüstet sind, die momentan am Markt sind. Allerdings ist es so, dass die Harbinger diese einbüßt zugunsten der Torpedos. Lässt sich jetzt halt gerade aus den Zeichnungen oder aus den Grafiken, die wir momentan zur Verfügung haben, nicht so richtig ableiten, weil die sehen sich halt noch sehr ähnlich. Es ist halt so, du hast eine Seite, wo halt eben die Pods zum Schlafen eingelassen sind. Wir dachten halt eben, dass das halt eben auch die Escape-Pods wären, wie zum Beispiel bei der Constellation. Ja. Ist aber wohl nicht unbedingt so, weil sie haben allesamt dieselben Betten. So, und die andere Seite ist dann halt eben Custom, halt so je nach Variante. Genau, so ist es. Da sieht man dann auf der anderen Seite bei der Harbinger eben die 3 Torpedos. Übrigens nicht so große Torpedos wie bei der Retaliator, etwas kleiner, aber machen wahrscheinlich trotzdem groß. Bumm. Und dann sieht man die E-War Station bei der Sentinel auf der anderen Seite eben. Und man sieht auch den großen Escape-Pod in der Mitte. Zumindest steht da E-Pod drauf und wir gehen mal davon aus, dass er das ist. Bei der Warden kann man es nicht so richtig identifizieren, wo jetzt dieser große Escape-Pod drin ist. Also eine Spüle und ein Knochlo halt so. Genau.
Ja, wird man dann sehen, aber in jedem Fall steht im Text drin, dass die Harbinger eben diesen Escape-Pod einbüßt, dafür, dass sie die Torpedos trägt. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie überhaupt welche haben wird, dementsprechend, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt reine Spekulation. Aber es gibt noch mehr dazu, ne? Und zwar nicht nur die Schiffe als Standalone-Konzept, sondern Upgrades. Ganz genau. Also das heißt, wenn du damals dir eine Vanguard gekauft hast halt so und hättest halt lieber noch ein bisschen gewartet, weil ja noch Varianten kommen, fürchte dich nicht, du kannst halt natürlich upgraden. Und zwar halt ohne deine LTI zu verlieren, entweder auf die Harbinger für den schmalen Preis von 28,56 € inklusive Mehrwertsteuer oder auf eine Sentinel für den Preis von 14,28 € inklusive Mehrwertsteuer. Genau, damit würde man eben, wie Dozer sagt, nicht die LTI von der Basisvariante der Warden verlieren. Aber auch das ist noch nicht alles, denn wir wissen ja jetzt, Modularität ist das Stichwort. Modularität. Ja, und da ist es jetzt so, dass es jetzt sogenannte Battlefield Kits gibt. Das bedeutet, man kann sich jetzt auch überlegen, wenn ihr eine Harbinger oder eine Sentinel oder eine Warden kauft, könnt ihr zusätzlich dieses Battlefield Kit kaufen. Und zwar für alle drei Varianten. Das bedeutet de facto, dass ihr dann im Hangar dieses im Lager habt, sozusagen in der Ausrüstungsliste und könnt dann euch spontan entscheiden, ich baue das Ding jetzt gerade um zu einer Harbinger, ich baue das um zu einer Sentinel oder ich baue es um zu einer Warden, je nachdem, welche Variante ihr sonst habt. Preislich sieht das so aus, die Sentinel, das Battlefield Upgrade Kit kostet 23,80 €, das Harbinger Battlefield Kit kostet 42,84 € ist das teuerste und das Warden Upgrade kostet 9,52 €. Das bedeutet, auf diese Art und Weise könnt ihr euch ein Schiff kaufen und die anderen beiden Upgrade-Kits und könnt es immer wieder verändern, wann auch immer, wie auch immer ihr wollt. Genau. Diese Varianten sind jetzt für euch 10 Tage lang im Sale. Dementsprechend habt ihr ein bisschen Zeit und könnt dann zuschlagen, wenn ihr euch das Ganze halt ausgiebig angeschaut habt. Genau. Aber so ist es. Also bis 7. Montag, den 7. September sind die ganzen im Sale. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Warden jetzt in dieser Version, wenn ihr sie kauft, mit 2 Jahren Versicherung, die anderen mit LTI-Versicherung. Und ansonsten schaut euch um nach den Upgrade-Kits und nach den Upgrades an sich könnt ihr euch im Nachhinein noch für entscheiden, was ihr haben wollt. Exaktomat. So, liebe Freunde, das war für euch jetzt halt so das Update zum Vanguard-Sale heute der Varianten. Ja, liked uns, disliked uns oder schreibt uns in die Kommentare, halt, was ihr sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet oder halt, so lasst uns halt irgendwie ein paar Kommentare zu Star Citizen da. Wir quatschen immer gerne mit euch. Und vor allen Dingen abonnieren. Großer roter Knopf da unten drauf drücken. Rote Knöpfe sind zum Drücken da. Alles so klar, Leute? Alles so, klar. Dementsprechend halt so. Wir gehen jetzt halt so direkt halt so ins Brainstorming halt fürs Social Modul, weil wir haben nämlich gerade auf der Seite gelesen, das Ding kommt offenbar morgen. So, dementsprechend halt so sagen, Dozer? Dozer und Sawyer war's, genau. Genau. See you on the flight deck. Hallochen, Cecilia. Willkommen Hi. Auf dem Channel. Ja, schön, euch kennenzulernen. Schön, dass ihr mich dabei habt. Sehr, sehr gerne. Cecilia wird uns jetzt beim Verse Report unterstützen. In diesem Format soll es jetzt nämlich darum gehen, dass wir euch wöchentlich so ein bisschen